herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana mit Nami LP und mit Belias LP. Ja, im letzten Part haben wir hier die Mauer platt gemacht, den Boss in der Ruine, und jetzt gehen wir gerade mal gucken, ups, was es hier oben noch so Schönes zu entdecken gibt. Da bin ich echt gespannt, also der Bosskampf, den fand ich schon ziemlich cool. Was ist das denn für einer? Red ihn mal an. Er sagt überhaupt nichts. Ja, wir können mal gucken, wer hier noch so rumläuft. Ach, keiner, echt? Das ist aber traurig. Super, da läuft nur ein komischer Maskierer. Ich dachte jetzt, da wären mehrere gewesen. Ja, doch, da sollten vielleicht. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt einfach dann mal hoch, wenn hier kein bekanntes Gesicht rumläuft, außer das da. Ja, genau, außer das da. Hagen. Ich bin das. Hagen! Ja, aber ich sag nur Hagen, das ist Hagen. Ach so. Nami, endlich! Hallo, das ist voll die traurige Szene. Hagen, es geht dir gut. Das ist Videosequenz, das geht immer länger. Ich weiß. Was ist jetzt passiert? Tja, der Hagen, der macht die Nami gerade ein bisschen fertig. Hä? Ja, sprich doch! Ja, aber was hat er getan? Wieso ist sie jetzt tot? Weil er sie fertig gemacht hat mit seiner Magic. So, das hat man gar nicht erkannt in der Sequenz. Doch. Hey, was machst du? Sie gehört mir. Was hast du vor? Tantalus braucht ihre Hilfe. Ich hätte das wahrscheinlich so gelacht. Nein. Hagen, ich dachte, du liebst sie. Na warte, du Schuft. Ja, der Belias gibt dem Hagen nichts. Ouch! Nami. Nami, ah. Das habe ich gebraucht. Hä? Es tut mir leid. Hilf ihr, Belias. Ach so, Belias hat ihn jetzt wieder so zu Verstand gebracht. Geht durch die Tür hinter mir, Alter. Ja, wir sprechen hier voll durcheinander mit Synchron. Und ja, Nami ist müde. So, die ist down. Ja, down. Da unten laufen immer nur noch dieselben. Ja, who cares, wer da unten läuft? Meine Güte, wenn da die Merkel läuft mit einer Kuckucksklan mit Nami! Ah! Bleibt, wo ihr seid. Gut, sie hat sehr viel Lebensenergie. Was zum... Hey, aufhören! Was auch immer jetzt abgeht. Ich weiß es. Wo bin ich? Nami lebt! Tatsächlich! Ah, das ist Hagen. Er hat ihr seine Lebenskraft übertragen. Ach ja, genau. Was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr es zu tun habt? Jetzt reicht's mir mit euch, Panikmeister. Ja, so Panikmeister? Ja, oder das? Und da kommt er, der sieht eher aus wie ein seltsamer Superheld. Eigentlich wäre die Nami jetzt tot gewesen, aber Hagen. Oh, ich drück Knöpfe. Hat ihr seine Lebensenergie übergeben? Ich treffe den Johnny nicht. Trifft man den nur mit Magie? Nein, den trifft man auch so, aber das ist eher selten. Also, schwierig, sagen wir so. Sollen wir es ohne Magie probieren oder sollen wir es mitprobieren? Hau drauf mit Magie, dass der weg ist. Ja, okay. Die Mauer haben wir ja immerhin erfolgreich ohne Magie bestanden. Ja, aber so fliegende Typen kann ich gar nicht ausstehen. Ich hasse es, wenn Spieler sowas machen. So Fliegetypen, ey, so voll die rumfliegenden. Ich mach mal Licht, weil, also Blitz meine ich, nicht Blitz. Weil ich meine, das ist ganz gut. Hm. Mach mal was anderes. Arkanschub. Mach mal anderes Element. Ja, was denn? Feuer, Wasser, keine Ahnung. Mach mal Feuer. Ja, Feuerball. Feuerhagel stand da. Feuerhagel. Auch nicht wirklich. Kann es sein, dass der sehr gut geschützt gegen Elemente ist? Also das kann schon sein, Magie? Ja. Ich weiß leider auch nicht mal auswendig, welches Element jetzt noch das Beste war. Eis? Ernsthaft? Auf, dann hau rein. Ernsthaft Eis? Oder war das jetzt, weil jemand noch mit draufgegangen ist? Nee, Eis ist super. Ja gut, dann nehmen wir Eis. Dann atomisieren wir ihn mit Eis. Krass. Das ging dann eben. Oder kann es vielleicht auch einfach sein, dass wir die Zauber... Obwohl, ich meine, die Zauber hatten wir doch schon ziemlich gelevelt. Ja. Meine ich schon. Meine ich auch. Ah, da hat es nicht mehr so viel gemacht. Komisch.
Der ist bestimmt gleich down, ey. Ja, denke ich auch. Ach, ich kann ja einen nach dem anderen spammen. Das ist natürlich auch cool. Boah, das ist mal ein Spell-Spam hier. Ja. Der ist schon down, oder? Nee, sah nur so aus. Ah, okay, Nuss. Keine Nuss. Die Nuss ist für den Genuss. Ich wollte gerade sagen, jetzt haust du drauf und dann ist das schon erledigt. Frostwelle. Level 3. Ich glaube, wir müssen echt unsere Zauber wieder leveln, weil wir haben schon 4 Zauber. Wir könnten sie schon auf Level 4 haben. Nein! Können wir ja dann im nächsten Mal machen. Ja. Wie man sieht, wir schaffen es auch so. Also so tragisch war es jetzt nicht. Und wir haben es geschafft. Epische Boss-Battle gewinnen Musik auf Doom, auf Epic Doom, denn nichts ist besser als ein episches Verderben. Und weiter geht's. Boomerang Orb erhalten. Boomerang Orb. Wo ist Hagen? Hagen! Wo ist der Haken? Haken! 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 Wo bist du, Haken? Nami. Lass sie doch. Lass sie doch. Wenn sie rufen will, dann lass sie doch. Der arme Haken ist bestimmt weg. Der existiert nicht mehr. Schnüff. Schnüff. Schon gut, ich bin okay. Ich finde ihn noch. Naja. So, jetzt werden wir mal... Ist ja wirklich keiner? Warum ist hier denn keiner? Ich hatte immer im Hinterkopf, hier ist einer. Ach nein, ich glaube, das war bei der ersten Dings. Paranoia! So. Oder Paraelter. Ich schau mal kurz auf meine Notizen, was wir jetzt tun müssen. Ja. Okay. Ja, wir müssen einfach wieder zurück. Erstmal. Ja, dann auf geht's. Also machen wir jetzt hier... Wundertau! Und wir sind jetzt raus. Ja, raus sind wir, genau. Boah, das Wetter ist schon wieder so verdammt warm. Das macht mich schon wieder voll fertig. So, wir müssen jetzt hier hin in die Häuschen mit den Roten. In die Häuschen? Und da ist die Heidi. Die Heidi Klum? Heidi sagt Punkt, Punkt, Punkt. Ah ja. Ach ja, genau, der Doktor. Heidi, ich habe... Oder möchtest du ihn sprechen? Heidi, ich habe sie untersucht, konnte aber nichts feststellen. Außer, dass sie sehr schweigsam ist. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja. Und ja, das war auch das Einzige, was der Typ hier so sagt. Ja. Und wir müssen dann jetzt am besten... Du bist vom Mikrofon fast komplett weit weg. Das ist schlecht. Das war jetzt super. Sie lehnt sich 2 Meter neben das Mikrofon. Jetzt weiß ich's. Wir mussten nicht nur da rein, sondern auch in das Gebäude da drunter. Ja, genau. Denn da wartet die Sarah auf uns. Wie seht ihr denn aus? Oh, Hagen ist verschwunden? Du Arme. Angeblich hat Tantalus inzwischen seine Meinung geändert. Er will sich ab jetzt für den Frieden einsetzen. Ja, bestimmt. Ich glaube dem Imperator. Ja. Wir haben es geschafft, der Imperator hat seine Meinung geändert. Darauf haben wir so lange gewartet. Lasst uns gehen. Kommt mit uns. Nach diesem Gespräch wird alles okay sein, ihr werdet sehen. Wir gehen vor. Die laufen alle in eine Falle, sag ich. So, ich guck grad, ob wir hier jetzt gerade Sachen kaufen können. Wir könnten auch unsere Orbs. Ja, genau, lass erstmal Sachen kaufen. Wir gucken gleich, wo die hingelaufen sind. Wir sollten danach aber auch nach unseren Orbs erstmal gucken. Ja, genau, das stimmt. So, erstmal hier Sachen einkaufen. Hatten wir Lebenswasser verbraucht? Ja. Nö, nur eins, aber. Ja, ja. Und das andere. Nur Nuss. Ja, das war's auch. Bessere Ausrüstung, sollen wir welche holen oder nicht? Nee, würde ich nicht sagen. Haben wir erstmal noch genug? Ja.
das passt schon so. Lief ziemlich gut. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal nach den Orbs. Ja, nach den Orbs. Wir müssen den Berti suchen und der dürfte beim Schlafdingsi sein, glaube ich, bei der Treppe hinten. Könnte gut möglich sein. Meine ich doch. Ja. Da ist er, der Berti. So, vor allem Belias Schwert sollten wir mal verbessern. So. Zack. Pestschwert hat er jetzt, aber nicht lange. Denn jetzt hat er Dämonenschwert. Super. Kann man es nochmal upgraden? Nein, nochmal nicht. Sicher? Das war zweimal geupgradet jetzt schon. Hast du es nicht mitgekriegt? Doch, aber vielleicht haben wir noch einen Orb und wir wissen gar nichts davon. Nein, es ist doch ausgegraut. Siehst du doch. Ah, ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Zentaurenlanze. Ja, jetzt sieht hier alles gut grau aus. Gut grau. Gut, ja. 11 Minuten sind schon rum. Was ist das nächste, was wir machen? Das nächste ist, wir müssen jetzt ins Schloss. Dann auf geht's. Und zwar hier. Geht nur weiter, wenn ihr ins Schloss wollt. So, ja, ja, geht doch weiter. Geht einfach weiter, einfach ein Stück. Oh mein Gott. Aber Momentchen. Die haben die Typ noch gar nicht. Ach doch. Der Imperator erwartet euch bereits. Geht nur weiter. Geht nur weiter. Gehen wir weiter. Ja, gehst du einfach weiter. Ach ja, es ist schön, dass die uns das alle sagen. Ja, alle haben denselben Kontext. Geh also, weiter, immer weiter. Gerade schnurstracks bis zum Dings. Wo sind die Rebellen? Ja, die sind alle dort. Und da ist auch schon der Imperator. Was für ein wundervoller Tag. Erst die Rebellen und jetzt auch noch der Mana-Ritter. Halt! Mist! Übertreibst Ja, so, jetzt sind wir hier eingesperrt mit den anderen zusammen. Ich hätte es wissen sollen. Der Imperator hat uns reingelöcht. Ja, und wir sprechen gerade hier den Typ hier an. Seid endlich still! Wollt ihr wirklich raus? Oh ja, das wollen wir. Und jetzt viel Spaß. Vielen Dank, aber... Adios, amigos! Okay. Ja, viel Spaß. Nächster Endgegner, so schnell geht das. Der sieht ja aus. Ja, das ist, weißt du noch, der allererste Endgegner. Ah, stimmt. Der sah auch in dem Style aus. Die schwierige Version in Anführungszeichen. Boah, ich treffe den nicht. Vor allem sage ich jetzt wahrscheinlich in Anführungszeichen und vielleicht macht er uns fertig. Ah, ich mach mal hier auf Nami drüber wechseln. Ich habe es gerade mit der Tatze versucht, aber irgendwie treffe ich mit der Peitsche nicht gut. Ich würde sagen, wir versuchen den einfach mal nur mit Waffen fertig zu machen, auch wenn wir jetzt unsere Waffen ja von dem einen Endgegner, nach dem einen Endgegner bis zu dem jetzt hier nicht gelevelt haben und somit auch jetzt nicht so weit aufladen können, wie man sie aufladen könnte. Ich kann ihn gerade irgendwie nicht treffen, jetzt. Klappt doch! So. Boah, daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass da noch der Damage nachhalt. Boah, wieso liege ich denn auf dem Boden, Alter? Weil du bewusstlos bist, weil du bewusstlos bist. Bewusstloser Belias wollte ich gerade sagen. Tja, und jetzt ist die Nami auch bewusstlos. Wunderschön. Und die Koboldin schaut nur zu. So wollen wir das. Ja, aber warum das? Wir haben sie doch extra auf Agro gestellt. Und ich muss mal kurz heilen, weil Notfall, wie du siehst. Ja, und er ist schon down. Genialer Bug. Und Krötengeräusche à la Nami. Ja, wir haben es geschafft. Epic Music! Ist es nicht sogar schon der zweite Endgegner in diesem Part? Ja, das ist cool. Natürlich cool. Ja, und weiter geht's. Im Moment sind wir heute immer synchron irgendwie. Klauen ab. So, dann warpen wir uns hier erstmal raus. Oh, wir haben gerade ein Level erreicht. So, ja, dann können wir jetzt noch gucken, was wir hier so finden. Und zwar müssen wir, ja, erstmal hier über den Blob und dann gucken, was wir hier so kriegen.
Boah, aber die Endgegnerkämpfe gehen eigentlich, also gar nicht mehr so tragisch. Ja. Ah, da ist was. Erstmal die Kiste, genau. Die packe ich mir jetzt, du. Wie mache ich denn das nochmal? Packen. Packen, wie mache ich das? Packen. Wie packe ich die Kiste, indem du sie packst? 1000 haben wir gefunden, jetzt geht's da unten rein, oder was? Ja. Fallen wir da runter? Oder was ist das? Nee, das ist einfach ein Durchgang. Gott, was sind das denn für Typen? Klatscher. Oh, das ist die hier schon gut. Die gäbe dir einen das Klatscher. Das sind wahrscheinlich noch die ganz, ganz leichten Klatscher. Grabscher. Ach, Grabscher sind das sogar. Ja, die ja, Grabscher, so also echt. Aber ich würde sagen, es war's jetzt erstmal. Guck mal auf die Uhr. Ja, stimmt. Leider, leider. Ach komm, die können wir da noch oben befreien, würde ich sagen. Ja. Servus. Yo. Wir müssen schnell verschwinden, bevor sie mit Verstärkung kommen. Ja, und das sehen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen, wie wir hier noch in dem Dungeon oder was auch immer, in dem Schloss voranschreiten. Ja, dann würde ich sagen, von meiner Seite aus erstmal ciao, ciao. Bis zum nächsten Part. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.